herzlich willkommen zu meiner Folge in Tübingen, auch für den King Appell. Ich habe es davor immer nicht mehr gedacht. Natürlich mit den alten Firmen, auch mit dem Erstfall oder Weihnachten oder Neujahr. Mit unserem weltlichen Zeitpunkt ist es nicht weit. So, jetzt geht weiter mit der Fernarbeit. Mal gucken, was der so macht. Ich war in der ersten Version gegen Wetter. In der Szene. Aber gut, das ist halt so, ne? Ich fand das jetzt gut, weil ich sehen will, ob da ein eingefahrener Kurs auf Druck fährt, die eingefahren haben mit langsam. Wenn er das nicht macht, dann müssen wir entsprechend umdisponieren und manuell oder halt auch einen Punkt abgeben lassen. Ne? Düngemissionen, die laufen nebenbei. Aber das hat doch nicht so wichtig. So, Wachstum ist durch, das können wir auch auf 30 gehen. Da wir die Nacht überleben und bestehen. Jetzt sollten die Felder auch entsprechend trotzdem gedüngt werden. So, jetzt ist eine kleine Frage, ich mache richtig alles falsch. Wenn ich das falsch mache, muss ich gleich wieder umändern. Denn wenn er jedes Mal den Mist auf der Straße abkippt, dann haben wir den Stall gewonnen. Ansonsten muss ich dann im zweiten noch zunehmen. Wenn das klappt, dann müssen wir heute auch fertig werden. In der Maisgeschichte. Wir werden den Ball verdichten und verteilen notfalls. Aber mit dem Winter machen wir viel Vorbild. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo ich eingreifen muss. Dass es in der Straße gibt. Das ist ja zu schnell. Ändern. Und zwar... auf dem Feld. Eigentlich nur einfahren. Gibt er nur ab? Gut, der fährt jetzt wie 4 km/h. Verteilen und Regen. Das hatte ich befürchtet. Unsere Ernte ist in großer Gefahr. Vorne. Geh, 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 geh. Da würden den großen Berg, den wir gelassen haben, wieder wegfahren. So, sehen wir noch vorne noch bitte wegkriegen. Damit wir das entsprechend noch
verteilt bekommen. Ja, geht gut weg. Wenn der Berg zu hoch ist, kommt der nicht rüber, ne? So, ja, jetzt halt euch. Weil ich muss ein bisschen optimieren von der Zeit her. So, bitte! So. Und wenn wir jetzt daneben stellen. Und wir mal schauen. Unser Düngerputzi macht hier. Und wegen ist fertig. Oder war hier. Nö, noch nicht. Warum ist der jetzt fertig? Wie krass, dass es so dunkel ist. Das ist jetzt lustig hier. Ja, gut, dann noch viel nacharbeiten. So, das hier mal groß. Jetzt ist so viele Kurse. Ja. Das ist der Fan. Dichter anfangen, muss ganz dicht sein. Dann weiß ich genau das Richtige. Sonst kopieren wir das irgendein Kurs von einem Düngerfahrer hier. Da fahren ja auch drei. Und bei anderen Kurs sind aktiviert. So, wo ist er? Okay. Ah, Mais. Nicht im Mais fahren. Da oben ist er. Katastrophe. So. Können wir kopieren. Ganz schlimm mit unseren Fahrer hier, ne? Zum Glück werden die Schrecken immer länger, dadurch
auch weniger Probleme, weil die Kurven einfach nicht bleiben. Und der macht auch Blödsinn, aber gut, da können wir nacharbeiten. Schauen wir mal, was der andere macht hier. So, wieder mal aktivieren. Diesen verteilen. Wenn wir so reinschieben. Schau mal. Das können wir wieder auch normal gehen, mit der Hell, ne? Der kurze Ringtag vorbei. Geschwindigkeit 1, 7 auf 5. Soll ja auch trocken werden, ne? Dann können wir unsere Ernte beginnen. Aber wir machen erstmal den Mais fertig. Wir machen da gar nicht erst pro Stress, weil verbacken wir nichts. Ein Düngerfahrer, der nicht klarkommt und dann noch nebenbei mit Ernte beginnen. Nee. Wir haben jetzt zwei Klöckchen Zeit. Von daher ist das alles kein Thema. Aufwärts. Hauptsache, dass man nicht alles ausgekippt hier. Das sehe ich für Spaß. Muss ich mal gucken. Wenn das der Fall ist. Das habe ich geahnt. Das habe ich geahnt. Mist. Wenn wir noch nicht mit grünen Zweig kommen. Steht nicht ganz. Da passen wir jetzt auf. Die 5 km/h durchfahren würde. Hier geht es auf hoch 50. So. Mal ganz kurz gucken.
Auf dem Fell. Wir fahren ja kaum Straße, von daher ist immer nebensächlich, da werden wir auch mal runterfahren mit dem Check. Fahren da zwei Fahrzeuge. Und darüber auch langsam fahren. Hier die Probleme. So, gewaltig. Fahrer zum Weg von hier. Bin ich da eingestellt? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schön und begrüßt. Ciao, ciao. Ich wünsche euch alle einen schönen Advent. Vierten. Vielleicht schaut ihr auch noch zweiten Folge ein. Macht den Advent in Köln. Könnt ihr dürft, müsst nicht. Das ist keine Pflicht. Wieder wie mal, ne? Bleib mal süß, bis denn nicht. Ciao.